Ja, Leute, ist wieder Vlog-Zeit. Wir haben ja auch schon wieder Juni. Ja, und insofern habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und heute geht's wieder voll ab. Hey, was soll denn diese Maschinen-Grinskrieg-Scheiße hier wieder? Ja, ich meine doch, wieso denn das jetzt? Dieser ganze Welt ist doch nicht mehr Zeit gewesen. In wenigen Wochen ist Europa pleite und du hast hier optisch voll auf die Kacke abgehalten. In der Euro-Krise sparen. Jetzt sogar am Greenscreen oder was? Ja, meinetwegen, leck mich doch am Arsch. Dann machen wir ja weg. Der ganze Greenscreen-Shit hier ist aber albern, ey. Fuck, mal die ganze Scheiße hier nochmal von vorne, so. Sparmaßnahmen hier. Farbe ist zu viel weg. Hier, Widescreen auch kacke hier weg. So, und jetzt fange ich nochmal von vorne an, verdammt. Mann. Gibt's jetzt so eine Sparausgabe, weil mal da mit dem Greenscreen, da hat er schon recht, das ist so opulent, so in Sparzeiten, denn bald geht eh alles ein Bach runter mit dem Euro und da müssen wir uns schon mal dran gewöhnen, ein bisschen kürzer zu treten. Naja, zum Glück gilt das nicht für meine gute Zigarre, die machen mir trotzdem noch an, wa? Scheiße. Boah, ja, sind wir also heute beim Vlog im Juni und ja, wenn das jetzt so ein bisschen bescheidener hier aussieht, ist nicht so schlimm. Denn Vlog soll ja auch eigentlich gar nicht immer hier so ein Riesensumpf sein, so mit dem ganzen Kram und hier tolle Kulisse und frag mich nicht. Ja, Vlog soll ja eigentlich so persönlich so um Nebelwanne gehen und mich hier praktisch... Ja, und ja, machen wir heute ja mal so ein bisschen mehr auf Home-Story, wa? Ja, dann werde ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ja so in der letzten Zeit los war. Also muss ich mal sagen, das Essen hat mir tierisch aufgeregt, weil hier bei mir fast die Bude abgebrannt ist jetzt vor kurzem. Und zwar unter mir, ich bin ja hier vor knapp 2 Jahren oder jetzt schon, eigentlich sind auch schon 2 Jahre, ja, hier umgezogen hierhin. Ja, und unter mir, da wohnt so eine total asoziale Familie, die haben so mindestens 4 Blagen. Gefühlt sind das 6 bis 8, die machen dauernd Krach und das sind voll die Asos. Also die Kinder, die sind 5 oder 6 Jahre, aber scheißen noch in die Hose. Und die wollen Windeln, die schmeißen sie nicht weg, sondern tun die in Müllsäcke und tun die in den Keller und sowas. Das stinkt hier alles, also kannst dich nur noch aufregen. Also völlig verkommene Leute, Vater arbeitslos, Alkoholiker, hängt zu Hause rum, Mutter ist irgendwo schwarz am Arbeiten, ein bisschen, aber auch nicht viel. Und es ist also wirklich das letzte Kropfzeug da, voll das Gelumpe, die Leute. Ja, und die haben mal vor 2 Jahren, als ich hier eingezogen war, mir mal ein Paket geklaut, was sie mir von der Post vor die Tür gelegt haben und haben das im Keller angezündet und da ist auch noch so gelber Sackmüll abgebrannt und so hat, also hat schon mal gebrannt. Ja, jetzt habe ich auch Brand hier, Mann. Ja, und dann hat's da schon mal gebrannt und jetzt war ich gerade vor ein paar Tagen weg, komm wieder, da brennt das auf dem Balkon bei den Asos. Die haben da total viel Schrott auf dem Balkon, alles was sie so am Geraffel in der Bude nicht mehr unterkriegen, ist so ein Messi-Haushalt und da ist der Balkon fast abgebrannt und bei mir roch es auch nach der Scheiße und Polizei war und alles, hatte ich den Kaffee aufgehabt. Völlig bekloppt. Naja, und das ist jetzt so, dass das Fass bald zum Überlaufen bringt. Ich habe auch keinen Bock mehr, weil die knallen auch dauernd die Türen. Also 40 Mal am Tag donnern die Wohnungstür unter mir zu.
Hört sich an wie so ein Pistolenschuss, fast also total korrupte Kacke. Ja, und deshalb lasse ich mir jetzt die Zeit schon so durch den Kopf gehen, mal umzuziehen. Weil so eine Mietbutze ist ja auf Dauer auch nichts für einen Nebelwander. Also, ich träume mir eigentlich so von einem Bauernhaus hier. So. Also, ich denke, so schnell fahre ich noch nicht. Ich muss das geeignete Objekt finden. Aber so in den nächsten halben Jahr bis spätestens einem Jahr wollte ich mir ein Haus organisieren und aufs Land rausziehen, ein schönes kleines Bauernhaus fertig machen und euch da meine Ruhe und nicht mehr so asoziales Dreckspack, was da unter mir wohnt. Also die machen Lärm und der Balkon von dem stinkt nach Scheiße im Sommer. Also da, wenn die Sonne drauf ballert, kannst du gar nicht draußen sitzen und deine rauchen in Ruhe. Total Scheiß, Dreck, alles. Naja, insofern, der Nebelwarner wird in absehbarer Zeit nochmal umziehen. Naja. Ja, wie das so aus dem Nähkästchen plaudert. Da ist zum Glück nicht nur Scheiße gewesen in der letzten Zeit, sondern noch ein paar freudige Sachen. Und zwar, ich bin Onkel geworden. Das freut mich total, kleiner Junge. Wenn jetzt ein bisschen älter ist, dann werde ich mich auch mit um den kümmern, mit dem mal ins Zoo gehen oder Fußball spielen oder was. Ja, das war schon eine coole Sache. Also nicht nur alles Scheiße in der letzten Zeit, auch wenn hier jetzt die Sparzeit ist und hier schon das Sparbier trinke, das Asselburger hier, Sternburg, Gemöderbier. Ja, also wie gesagt, ein bisschen was los gewesen hier. Nebel war da fast abgebrannt und mit Wunsch zum Umziehen. Oh, aber kann noch ein bisschen dauern. Ich habe jetzt leider noch was anderes um die Ohren. Auch wieder so eine Scheiße. Kann ich euch auch verraten, weil werdet ihr auch bei YouTube hier merken. Am 22. Juni, ist ja jetzt auch Juni-Vlog, also am 22. Juni habe ich noch eine OP anstehen und das wird so ein bisschen komplizierter. Und da weiß ich dann nicht, werde ich ein paar Tage vorher schon Untersuchungen haben und nicht mehr zum Drehen kommen oder nicht mehr so oft bei YouTube hier sein. Und danach brauche ich dann wahrscheinlich ein paar Wochen, bis ich wieder auf dem Posten bin. Also drückt mir die Daumen, nicht dass ich da abkratze, weil bei der Narkosekette, ja, das kann auch mal in die Hose gehen, ne? Ja, wie auch immer. Also, wollte ich euch nur gesagt haben. Dann Ende Juni, Anfang Juli vielleicht mal keine Filme vom Nebelwarner oder ein bisschen Pause, weil ich dann hier mich auch regenerieren muss von der OP, war. Jo Leute, dann macht's mal gut. Jetzt soll es gewesen sein auch vom Juli, Juni meine ich, ist ja noch nicht Juli, vom Juni-Vlog. Und das Juli-Vlog kommt dann wahrscheinlich später, erst am Monatsende, wenn ich wieder fit bin. Nach AOP und ja, dann sehen wir uns dann. Bis dahin, adios, macht's gut, wa? Prost! Leck fett! Bitte abonnieren Sie diesen Kanal. Sie werden es nicht bereuen. Bitte abonnieren Sie diesen Kanal.